der Wiener Straße in Mattersburg entstehen ab Herbst 2016 28 Stadtwohnungen. Ermöglicht wird dieses Wohnprojekt von der Stadtgemeinde Mattersburg in Zusammenarbeit mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft. Die Rahmenbedingungen sind auf junge Menschen zugeschnitten und sehr günstig. Die Wohnungen sind ca. 55 Quadratmeter groß, mit einer Standardküche ausgestattet und ohne die Leistung eines Finanzierungsbeitrags zu beziehen. Die Miete beträgt im Schnitt 5 Euro pro Quadratmeter, netto ohne Betriebskosten. Gut, dann darf ich anfangen, meine sehr verehrten Medienvertreter. Ich darf Sie recht herzlich in der Wohlfühlstadt Mattersburg begrüßen. Ich darf auch den Herrn Dr. Koller von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft recht herzlich begrüßen zu dieser Pressekonferenz. Wir befinden uns hier am Gelände der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft und eingangs habe ich schon gesagt, Mattersburg hat den Untertitel Wohlfühlstadt zu sein. Und wir versuchen uns natürlich auch immer weiterzuentwickeln, um diesem Thema auch gerecht zu werden. Und es entsteht hier am Grundstück der Oberwarter Genossenschaft 28 Startwohnungen für junge Leute. Bevor ich hergefahren bin, habe ich mir so ein bisschen die Jahrgänge angesehen. Also von 20 bis 30 Jahren hat Mattersburg momentan circa pro Jahrgang 100 Personen, die in Mattersburg wohnen, die in Mattersburg eine Ausbildung machen, die in Mattersburg sich wohlfühlen. Und Sie kennen das, irgendwann will man selbstständig werden, das Hotel Mama verlassen und eine eigene Wohnung sich leisten können. Und hier sind wir am Punkt, diese 28 Startwohnungen, die hier in Mattersburg dank der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft gebaut werden, haben den Vorteil, dass Miete zu bezahlen ist, dass diese Wohnungen auch leistbare Wohnungen sein sollen und dass sie ungefähr die Größe von 55 Quadratmeter haben. Mit dabei in der Wohnung ist nicht nur wie so in allen Wohnungen die Nassräume, sondern auch ein Küchenblock und diese 55 Quadratmeter sollen circa einen Quadratmeterpreis netto und ohne Betriebskosten von 5 Euro haben. Also Sie sehen, diese Wohnungen werden gerade für junge Leute sehr interessant sein und passen auch gut hier an dieses Grundstück, weil wir haben wirklich hier Wohnungen, die neu sind, Wohnungen, die schon älter sind, aber Wohnungen, die qualitativ hochwertig sind und die Bewohner fühlen sich hier wirklich wohl. Und ich glaube, wenn man nur hier diesen Teil der Genossenschaft anschaut, dann ist es so, wie wenn es von der Menge der Personen ein eigenes Dorf sein könnte. Und daher freut es mich, dass wir jetzt auch in Mattersburg erstmalig diese Startwohnung anbieten können. Wir werden uns dann das Gelände auch anschauen, wo es tatsächlich gebaut werden. Ich glaube, dass es für junge Leute ganz besonders interessant sein wird. Es ist im Herbst heuer der Baubeginn. Die Wohlfühlstadt Mattersburg wieder ein bisschen erweitern können und dass es in Mattersburg dann auch im nächsten Jahr diese Startwohnungen, dieses leistbare Wohnen geben wird. Das war es jetzt von mir. Darf ich dich jetzt bitten? Ja, danke Frau Bürgermeisterin und auch von meiner Seite einen schönen Vormittag. Danke auch, dass Sie zu dieser Presseinformation gekommen sind. Mattersburg und die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, das ist eine Partnerschaft, die es seit mittlerweile 35 Jahren gibt. Anton Wessely als damaliger Bürgermeister hat Ende der 70er Jahre sozusagen diesen Wohnungsboom mit uns gemeinsam gestartet durch den Wohnungsbau in der Hirtengasse. Mittlerweile haben wir hier in der Stadtgemeinde Mattersburg 767 Wohnungen und 69 Reihenhäuser errichtet, also 836 Wohneinheiten insgesamt. Das sind, Frau Bürgermeisterin, ca. 1900 Menschen, die bei uns in einer OSG-Wohnung oder einem OSG-Reihenhaus wohnen und damit, wenn ich das richtig gesehen habe, etwas mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung von Mattersburg. Das, glaube ich, ist beachtlich und zeigt auch, dass es letztlich das Ergebnis einer wunderbaren Zusammenarbeit ist. Und diese Zusammenarbeit geht weiter. Die Frau Bürgermeisterin hat einen Teil dessen gesagt, was wir gemeinsam hier auf diesem Standort, aber auch an anderen Standorten der Stadtgemeinde derzeit bereits bauen.
bzw. in Fertigstellung haben. Hier schließen wir das Bauvorhaben Wiener Straße, das wir punktgenau im Jahr 2000 begonnen haben, mit dem Bau der Stiege 22, die sich schon in Fertigstellung befindet, mit dem künftigen Neubau der Stiege 23, die ebenfalls im Spätsommer begonnen wird, und dann eben mit dieser Stiege 24, wo die 28 Startwohnungen sein werden, ab. Wir werden also hier insgesamt in den nächsten Wochen, weil wir hier bald übergeben werden, und Monaten bis Ende des nächsten Jahres, bis dann die Startwohnungen beziehbar sein werden, 60 Wohnungen errichten. Wir haben parallel dazu in der Rudolf-Kirch-Schlägerstraße 12 Reihenhäuser im Bau und wir haben jetzt 17 Wohnungen im Bereich des betreuten Wohnens beim Tagesheim Promente in Fertigstellung. Insgesamt investiert die OSG in einem Zeitraum von etwa 2,5 Jahren, von Frühjahr des Vorjahres bis Ende des nächsten Jahres in der Stadtgemeinde Mattersburg 16 Millionen Euro, wobei diese 16 Millionen Euro fast ausschließlich an burgenländische Unternehmungen gehen. Wir haben uns vor 3 Jahren im Vertrag Burgenland dazu verpflichtet, dass wir dort, wo es möglich ist, bei einzelnen Gewerken, wie zum Beispiel beim Personenaufzug, ist das nicht oder nur so eingeschränkt möglich, aber überall dort, wo es möglich ist, burgenländische Unternehmungen bevorzugen, Unternehmungen aus der Region bevorzugen. Und so ist es auch hier bei den Projekten in Mattersburg. Beinahe 100% des Auftragsvolumens geht an burgenländische Unternehmungen. Das bedeutet, dass bei diesem Auftragsvolumen von 16 Millionen Euro ca. 160 Arbeitsplätze gesichert werden. Also man sieht, dass die Wohnbauförderung des Landes Burgenland, die Grundlage für diese Bautätigkeit bildet, gemeinsam mit eben dem sozialen Wohnbau nicht nur eine ganz wesentliche sozialpolitische Bedeutung hat, sondern auch eine ganz besondere wirtschaftspolitische und arbeitsmarktpolitische Bedeutung hat, der wir hier nachkommen. Was auch besonders erfreulich ist, und das ist auch ein Kennzeichen für den Wohnungsbau in Mattersburg, was die Frau Bürgermeisterin dann durchaus immer wieder vor Probleme bringt, es gibt keine Leerstellungen. Wenn in Mattersburg eine Wohnung frei wird, ist sie im nächsten Moment vergeben. Das führt dann zu Problemen, wenn wir dringend Wohnungen brauchen. Genau. Das ist eine Tatsache. Daher bauen wir hier in Mattersburg sowie generell, aber hier ganz besonders nicht auf Halde, auf Vorrat, sondern wir bauen für Bewerber. Wir haben hier in der Stiege 22 von den 18 Wohnungen, die jetzt demnächst übergeben werden, 16 Wohnungen bereits fix vergeben. 2 sind reserviert. Wenn wir also fertigstellen werden, werden alle Wohnungen vergeben sein. Bei den Reihenhäusern, die noch nicht im Rohbau fertiggestellt sind, sind jetzt mit heutigen Tag 8 der Reihenhäuser fix vergeben, 2 sind reserviert, nur mehr 2 sind frei. Also das zeigt, ob man das jetzt will oder nicht. Diese Stadt hat Dynamik, diese Stadt pulsiert und diese Stadt setzt, und das tut ja mir als Südburgenländer dann schon fast wieder weh, wenn wir mit unserem Oberwart auch noch den dritten Platz verlieren im Burgenland. Neusiedl hat die Oberwart schon vor 2 Jahren überholt und Mattersburg ist jetzt unmittelbar drauf und dran, die drittgrößte Stadt des Burgenlands zu werden. Das ist die Dynamik, mit der wir als Oberwarter Siedlungsgenossenschaft ganz besonders konfrontiert werden, weil wir ja burgenlandweit bauen und dann zur Kenntnis nehmen, dass hier, ab hier beginnend, Mattersburg-Neudörfel, bis in den Bezirk Neusiedl hinein, dass hier einfach das Burgenland wächst. Das ist eine Tatsache. Und Mattersburg gehört zu den definitiv herausragenden Standorten, ist im Übrigen der drittgrößte Standort der OSG nach Eisenstadt und Oberwart. Ja, insofern freuen wir uns, neue Projekte in Angriff nehmen zu dürfen und gemeinsam mit der Stadtgemeinde auch dieses neue Segment der Starterwohnungen hier zu starten. Landeshauptmann Nissl hat vor 3 Jahren diese Parole ausgegeben. Wir haben in Ilmitz das erste Projekt gebaut mit 12 Wohnungen. Der Erfolg war eindeutig. In Ilmitz gibt es bereits ein zweites Wohnhaus und mittlerweile sind wir von Andau über Kitzheim, über Rasburg, wo wir vor kurzem gestartet haben, jetzt eben Mattersburg. Wir sind in Oberwart im Bau, wir sind in Güssingen im Bau. Das ist ein Modell, das wir jetzt landesweit tatsächlich nicht nur propagieren, sondern auch umsetzen. Und wir werden auch hier sehen, eine Prognose, die ich sehr leicht von mir gebe, mit der Rohbau sind diese 28 Wohnungen vergeben. Dann werden wir über einen neuen Standort nachdenken, weil das einzige Problem, das ich derzeit habe,
uns gehen die Grundstücke aus, Frau Bürgermeisterin. Ja. Und damit schließe ich meine Ausführungen und darf das gleich als Bitte weitergeben, dass wir gemeinsam suchen. Ja, Grundstück haben wir gefunden, aber da tun wir was anderes vor. Und ansonsten ist es tatsächlich ein Problem, weil eben diese Stadt so rasant wächst. Wir hätten ja nie geglaubt, da wo wir hier stehen, 2000 haben wir hier begonnen mit den ersten 36 Wohnungen. Wir schließen nächstes Jahr hier ab, dann werden wir hier 240 Wohnungen gebaut haben. 240 Wohnungen, das sind, naja, nicht ganz 600 Bewohner. Aber sehr wohl in der Zeit von 2000 bis 2016, das muss man jetzt dazu sagen. Ja, muss man dazu sagen, aber es ist ein Ortsteil. Ja, und es ist uns auch wichtig und wir sind auch immer da bemüht, dass die ganze andere Infrastruktur, die dazugehört, sonst wird's ja nicht so funktionieren, mitwächst, weil sonst hätten wir wahrscheinlich noch mehr, noch größer oder noch mehr Zuwanderung. Aber wir werden natürlich gemeinsam mit der OSG und der Stadt uns bemühen, dass man sagt, dass wir Grundfläche bekommen, um da wirklich sinnvolle, qualitätsvolle Wohnungen, so wie bis jetzt auch, weiterstehen lassen zu können. Weil es wirklich ein Wahnsinn ist, dass wir keine freistehende Wohnung haben. Das muss man dazu sagen. Das spricht für eigene Wohnungen, für unsere Stadt, aber irgendwann ist es halt ein bisschen unangenehm, wenn man etwas sucht und man kriegt nichts. Ja. Das höre ich dann mal einen Tonfall der Frau Bürgermeisterin. Aber eins muss man ja wirklich sagen. Setz dich oben einer Wohnung auf dem Balkon. Es ist Toskana pur. Lässig, wirklich. Das ist das Burgenland. Ja. Da können wir wirklich stolz sein. Super. Sind wir ja auch. Wunderschönes Land, ja. Ja, der Blick da, dieser Land ist gewaltig. Gut, gibt's danke noch Fragen? Sehr.